Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre Herbst 2013 und besprechen wollen wir die Aufgabe 2. Bei der Aufgabe 2 geht es um einen Kran, der 1500 Kilogramm die Masse in eine Minute 4 Meter nach oben transportiert. Wir machen uns eine kleine Skizze. Und versuchen, den Sachverhalt wieder an dem Bildchen zu verdeutlichen. Wir haben eine Winde. An dieser Winde hängt eine Masse. Und diese Masse beträgt 1500 Kilogramm. An der Winde ist ein Elektromotor angebaut und dieser Elektromotor dreht sozusagen hier die Welle. Die Bewegungsgeschwindigkeit bedeutet die Höhe von 4 Metern wird in einer Minute überwunden. Auf dem Motor selbst sind verschiedene Daten. Unter anderem ist bekannt, dass der Strom beim Heben der Last 2,4 Ampere beträgt. Auf dem Leistungsschild des Motors sind drei Phasen abgebildet, also ein Drehstrommotor mit Dreieckschaltung 400 Volt und einem Cosinus Phi-Faktor von 0,84. Mehr Daten kennen wir nicht. Also, gegeben, siehe Skizze. Gesucht ist A, die mechanische Leistung zum Heben der Last. P gleich wie viel. Ja, die Lösung versuchen wir zu A, und zwar folgendermaßen. Wir wissen, dass aus der Masse eine Massenkraft resultiert oder eine Gewichtskraft. Und diese Gewichtskraft sind nichts anderes als Masse mal Beschleunigung. Masse mal Beschleunigung sind 1500 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat und wieder ungefähr mit 10 gerechnet ergibt sich quasi ein Wert von 15.000 Newton. Wir wissen, dass Arbeit Kraft mal Weg ist. Wir wissen, dass die Leistung P nichts anderes ist als Arbeit pro Zeit. Also können wir schreiben, Kraft mal Weg durch Zeit. Der Begriff S durch T ist nichts anderes als F mal der Geschwindigkeit, mit der sich die Masse bewegt. Oder die Kraft sozusagen sich fortbewegt. Und letztlich brauchen wir die Bewegungsgeschwindigkeit V hier in dieser Aufgabenstellung so erstmal nicht. Aber ich rechne sie dennoch einfach mal aus und sage, V sind 4 Meter pro einer Minute. Also sind es 4 Meter pro Minute, mit der sich die Masse von der Winde nach oben ziehen lässt. Eingesetzt in die obige Formel ergibt das, P ist dann nichts anderes als unsere 15.000 Newton mal 4 Meter. Und damit wir in den Basiseinheiten bleiben, werde ich sofort aus den Minuten Sekunden machen. Und eine Minute sind 60 Sekunden. Und dementsprechend bekommen wir hier
einen Zahlenwert heraus, der genau 1000 Watt entspricht. In der Musterlösung wird mit 9,81 gerechnet und für die Prüfung empfehle ich das ebenso zu tun. Damit ist die Aufgabe A abgearbeitet. Kommen wir zu der Aufgabenstellung B. B fragt danach, wie groß die elektrische Leistung des Antriebsmotors ist. Also P elektrisch wird gefragt. Ja, auch das ist verhältnismäßig einfach zu beurteilen. Zu B. Wir wissen, dass die Leistung eines Drehstrommotors nichts anderes ist als bei drei Phasen die Wurzel 3 mal U mal I mal Cosinus Phi, und das wäre die elektrische Leistung, die aufgenommen wird. Ja, hier können wir tatsächlich alle Größen einsetzen, denn wir wissen, wie groß der Nennstrom tatsächlich bei dem Motor ist, nämlich 2,4 Ampere, und wir setzen also ein und bekommen dann sofort unseren Zahlenwert. Wir achten darauf, dass Volt und Ampere eingesetzt werden, also 400 Volt mal 2,4 Ampere, und der Cosinus Phi-Wert beträgt 0,84. Volt Ampere ergeben Watt und wir bekommen nach kurzer Rechnung 1397 Watt dabei heraus. Ja, und auch damit ist die Aufgabe bravourös abgearbeitet. Verbleibt nur noch die Frage C. Und dort möchte der Fragesteller gerne wissen, wie groß der Wirkungsgrad des Werkstattkranes bei dem Hebevorgang tatsächlich ist. Nun ja, zu C. Wir wissen, dass der Wirkungsgrad immer nichts anderes ist als die abgegebene Leistung zu der zugeführten Leistung, und in unserem Fall entspricht die abgegebene Leistung tatsächlich letztlich den 1000 Watt, denn das ist tatsächlich das, was mechanisch hier bei dem Hebevorgang dann zu bewerkstelligen wäre. Und die aufgenommene Leistung des Motors beträgt 1397 Watt. Und setzen wir diese beiden Zahlen ein, bekommen wir einen Zahlenwert von 0,716, also 2 aufgerundet. In der Musterlösung wird dieser Zahlenwert mit rund 70% angegeben. Also bei Licht betrachtet eine schöne Aufgabe, mit der man 18 Punkte bekommen kann, und dieses sollte man sich möglichst nicht entgehen lassen. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.